So wie wir sie kennen, unsere alte Bürstmaschine. Sandra. Jetzt aber Rasierblatt. Ach ja. Boah, ey, also jetzt will mich gerade dieser Knopf flachsen. Eben nicht treffen, zurückstecken. Also, ich weiß es nicht. Wie läuft sich Team Rocket gedrückt? Autsch. Ich glaube, ich lasse da lieber nochmal meinen Kadabra vor. Der Paraheiler, ja, klar habe ich Paraheiler. Weil ich glaube, der eine hat dann das andere Paar, also vom Brokkon. Tausch mit, ja, wie sagt das? So, du warst es, der unsere Pläne am Mondberg zunichte gemacht hat. Nein. Nee. Ich doch nicht. Och, das ist doch jetzt asozial. Hasikin. Hätte ich das gewusst, hätte ich dieser Knusp da gelassen. Ich würde wettern, ja. Dagegen kann ich natürlich jetzt wieder nur. Konfusion, das reicht gegen den. Adios. Die 29. Sandama. Ja gut, da werde ich aber jetzt die Chance ergreifen. Und dieser Knopf die Gelegenheit geben, Level 29 zu werden. Aus ihr Blatt. So. Ja, da ist es Blatt. Und Dama wurde besiegt. Dieser Knopf erhält 800. Oh ja. Dieser Knopf versucht Lockduft zu erlernen. Lockduft ist zwar immer schön und gut, aber nicht mein Fall. Achso, scheiße, einmal B zu viel gedrückt. Tut mir leid. Lockduft nicht erlernen, ja. Nicht erlernt. Dieses Kind ist einfach unschlagbar. I know it. I'm too good for you. Tausch mit Garados. Oh, wen haben wir denn da? Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Das Team Rocket finanziert mit Pokémon seine dunklen Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden. Wich. Tja. Zeig mal, was du drauf hast. Mit einem Onix schaffst du es auf jeden Fall nicht. Oder wenn es zum Steinwurf kommt, schafft das wohl. Aquarelle. Wenn. Gerados erhält 577 Punkte. Jetzt kommt Rihorn. Nur Gesteins-Pokémon. Das finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Kangama. Das ist aber jetzt ein Normal-Pokémon, deshalb werde ich das so Razzap wechseln. Durchbruch. Oh. Ein Volltreffer.
wenn das ein Volltreffer war, dann würde ich mir das nochmal überlegen. Shabam. Tja, nein, ich habe kläglich versagt. Oh ja, das hast du. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dann ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Sylphscope. Alexis packt Sylphscope in die Basis-Item-Tasche. Mit diesem Sylphscope können wir jetzt die Geister im Geisterturm von Lavandia sehen. So, wo haben wir denn das Fluchtseil? Gleich so was. Setz Fluchtseil ein. Zack. Jetzt sind wir hier in Prismania City auch schon so gut wie fertig. Jetzt gebe ich gleich nur noch das Tafelwasser ab, was wir da gehabt haben. Und dann würde ich sagen, ziehen wir auch mal direkt weiter. Aber ich gucke gerade erstmal noch einmal was nach, weil ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich weiß, wo Fliegen ist oder nicht. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren und auf gut Glück hoffen, weil sonst bin ich nämlich am Arsch. Du darfst dann googeln. So, Uwe, unsere Liebe kennt keine Grenzen. Wir lieben uns und zeigen das. Ja. Oh, Doppelkampf. Junges Glück, Lena und Uwe. Galoppe und Bulone. Oh. Das sollte jetzt eigentlich keine EP kriegen, Frau Boga. So viel dazu. Aeroas. Ja, Galoppa und Bulona, auch sehr geiles Trio. Naja, auf Galoppa stehe ich jetzt nicht so, aber Bulona ist schon geil. Oh oh. Das war wieder so klar. So klar. Au. Nochmal Flügelschlag auf Bulona, bitte. Gut, dann hätten wir das schon mal. You get up to level 32 hier, yes, yes, yes. Und ja, das ist verwirrt. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, ey. Boah, jetzt komm. Das macht er noch. Geht doch. Darf ich Gyarados wieder heilen? Uwe, oh nein, meine Geliebte hat mich verlieren lassen. Verlieren sehen. Verlieren lassen. Wird nicht ganz voll gehalten, aber ich scheiß drauf. So. Hör zu, Lena, du solltest dich weniger auf mich konzentrieren. Ja, genau. Es tut mir leid. Du bist so cool. Ja. Wie bist du hier nur hereingekommen? Solide Leistung. It's magic, my friend. Ja, ich lieg richtig. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähle niemanden davon. Du bekommst auch etwas von mir. Alexis erhält VM02.
Ja, VM02 ist fliegen. Damit kannst du in jede Stadt zurückfliegen. Sie wird dir von Nutzen sein. Ja. So, liebe Freunde. Jetzt haben wir schon mal fliegen. Da werde ich direkt meinen Tauboga geben. Und ich muss das jetzt nicht googeln. Da bin ich schon so ein bisschen happy für. Ist ja auch nicht mal schön, wenn man alles googeln muss. Fliegen. Ja. Ich glaube, in manchen Editionen konnte Garados sogar fliegen lernen. Ich weiß es allerdings jetzt nicht. Tausch mal Wirbelwind dagegen aus. 1, 2. Vergaß Wirbelwind und maschinenbereit zielen. Und feuerfrei. Headshot. Tauboga erlernt. Fliegen. So. Du kannst Zerschneider hier benutzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Dieser Knopf setzt Zerschneider ein. Was ist das? Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Dickes Relaxo. Gehen wir hier durch? Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp. Der Durchgang ist gesperrt. Was? Ich hab doch... Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durch. Halt, stopp. Der Durchgang ist... ja. Habe ich kein Tafelwasser dabei? Ein stilles Wasser mit hohem Mineral an. Wie ging das nochmal? Was braucht ihr denn? Ja gut, will ich hier erstmal zu Lavandia fahren. Das war doch Tafelwasser, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das große Einkaufszentrum in Plusmania City hat eine riesige Auswahl. So, aber Garados noch 29, ja. Du weißt viel über Pokémon, doch wie sieht es mit Chemie aus? Früher gern Chemie gemacht, allerdings hat mich das Periodensystem immer so ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Aber naja. Wie heißt so schön, aller Anfang ist schwer. Genau früher mit dem Informatik, mit dem Binärcode und so. Wenn man sich damit nicht stark auseinandersetzt, dann hat man da schon verloren. Und das meine ich wirklich so. Naja, man muss sowas halt mögen. Ladevorgang. Voltoball lädt sich auf. Das ist schön, dann verpasse ich den Tackle. Adios, amigos. 29. So soll es sein. Jetzt kommt ein Magnetilo in den Kampf. Da fällt mir ein, ich habe gar nichts gegen Magnetilo. Ist mal ohne Witz. Ja. Krasser. Scheiße. Doch, Geowurf. Oh nein. Oh nee, bitte nicht. Danke, Rasser. Du bist mein Held. Voltoball. Will ich tauschen? Will ich tauschen? Ist verwirrt. Ja klar, will ich tauschen. Mario. Rückzucki. Sobald er eine Stromattacke macht, füllt er sogar mein Leben wieder auf. Das wird richtig geil. Mach eine Blitzattacke und du wirst sehen, was du davon hast.
Mann, der kann ja tackle.